Problem ist, wir glauben mit unseren komischen Pseudowahlen, diese Lachnummer, die alle 4 Jahre stattfindet, dass wir tatsächlich neue Politiker wählen. Und wer das nicht mag, der kriegt noch an den Kopf geschmissen nach dem Motto, wie kannst du dich denn aufregen, du hast ja nicht mal gewählt. Ja, wen denn? Ich wähle doch nur Leute, die auf meine Kosten Karriere machen können und letztendlich trotzdem ganz andere Interessen vertreten. Auch das ist die Realität. Eins ist Fakt, wenn die Schnauze vom Volk voll haben, und da liegt das Hauptproblem, ich glaube, die Politik hat die Schnauze von uns voll. Und wenn sie die Schnauze voll hat vom Volk, dann macht sie sich ein neues. Und dafür hat man Medien. Das ist doch eine ganz einfache Geschichte. Da wird im letzten Jahr wird die Bevölkerung gefragt, es kommt ein bestimmtes Ergebnis. Und ein Jahr später wird die Bevölkerung mit derselben Frage konfrontiert, es kommt ein völlig anderes Ergebnis raus. Man hat sich einfach ein neues Volk gemacht. Wenn wir langsam verstehen, dass es an uns liegt, es gibt nicht die Täter und die Opfer. Es gibt eine Danistokratie und wir sind alle Danistokraten, wir gehören alle mit dazu. Wissen Sie, warum bei uns die Nahrungsmittel im Verhältnis noch so billig sind? Ich sage nicht Lebensmittel, ich sage eigentlich Nahrungsmittel, um das Wort Füllstoff zu vermeiden. Wissen Sie, eins ist entscheidend, satt geht nicht auf die Straße. Das ist der einzige Grund. Satte Menschen gehen nicht auf die Straße. Jeder Hartz-IV-Empfänger kann sich vollstopfen mit Burgern bis Anschlag und jeden Tag auf seinen TV-Flachbildschirm gucken. Das sieht ihm das Gesetz zu. Hier liegt eine Ursache der eigentlichen Problematik. Wir haben heute den Weltvegetariertag. Ich möchte daran kurz erinnern. Viele wissen, dass ich Vegetarier bin. Nicht nur aus ethischen Gründen, sondern auch aus moralischen Gründen. Denken wir alleine an die Ernährung der Tiere. Die werden vollgestopft mit Hormonen, übrigens auch mit Beruhigungsmitteln. Auch ein Mittel, um uns nicht auf die Straße zu ziehen. Überlegen Sie, was Sie da in sich hineinstopfen. So, das nächste sind weitere Drogen, das Fernsehen. Und wir haben es selbst in der Hand, dieses Ding einfach auszulassen. Fangen Sie an und schmeißen Sie den Fernseher auf die Straße. Lassen Sie sich abends von Jan Hofer nicht die nachgerichteten Informationen, deshalb heißt es Nachrichten, weil etwas nachgerichtet wird. Lassen Sie Ihnen die Dinge nicht vorlesen, weil es einfach falsch ist. Das Gegenteil ist vermutlich richtig. Ich habe noch nicht einen einzigen Taliban-Führer auf Afghanistan im Fernsehen gesehen, der interviewt wurde. Und zwar in seiner Sprache, deutlich mit Untertiteln in Deutsch. Warum wird er nicht gefragt? Könnte es sein, dass er Informationen hat, die wir gar nicht hören sollen? Das ist eine riesen ernst gemeinte Frage. Wenn wir anfangen, uns wieder gesund zu ernähren, tatsächlich wieder mit Gemüse, tatsächlich wieder mit vernünftigen Eiweißen und wieder darauf achten, was wir alleine zu uns nehmen, ich glaube, dann wird auch das Gehirn mal wieder freigepustet, dass wir schlicht und ergreifend wieder denken können. Das ist entscheidend. Danke. So.